Nach der Neugestaltung des Wesselinger Rheinparks im vergangenen Jahr konnte nun auch das Wasserspiel am Parkeingang in Betrieb genommen werden. Bürgermeister Erwin Esser informierte über die neue Attraktion, besonders für Kinder, in der Stadt am Rhein. Dass dieser Brunnen heute eingeweiht werden kann, ist auch im glücklichen Umstand geschuldet, dass die ganze Sanierung unseres Rheinparks eine Fördermaßnahme, bei der das Land Nordrhein-Westfalen uns ja auch stark unterstützt hat und bei der, und das möchte ich an dieser Stelle mal sagen, das Technische Dezernat mit unserem Planungsamt sehr viel Arbeit hineingesteckt hat, dass das Ganze gelingen konnte, unten den Rheinsteg, hier oben den Rheinpark und jetzt zum Abschluss diesen Brunnen einzuweihen. Ursprünglich mussten wir diesen Brunnen aus unserer Planung wieder herausnehmen, weil die Kosten uns wegzueilen schienen. Dann haben aber gute Ausschreibungsergebnisse und solide Planungs- und Durchführungsarbeit dafür gesorgt, dass noch einige Mittel übrig blieben und wir konnten dann auch das Land, die Bezirksregierung davon überzeugen, uns auch an dieser Stelle zu fördern. Für das Wasserspiel wurden auf einer Natursteinoberfläche 14 Fontänen in 3 Reihen verbaut. Die Außenreihen können zudem beleuchtet werden und ein Windmesser reguliert automatisch die Fontänenhöhe. Das Wasserspiel begrüßt nun die Parkbesucher mit einer sich stündlich wiederholenden Komposition an sprudelnden Fontänen.